Herzlich willkommen auf Lyrella.de. Im dritten Teil über die Grenzwerte schauen wir uns heute die Brüche an. Wir wollen anschauen, was passiert mit Funktionen f von x, die durch solche Brüche hier dargestellt werden, wenn x hier gegen unendlich geht. Die Methode oder das Vorgehen ist ganz einfach. Es ist immer das Gleiche, egal welche Form hier der Bruch hat. Nämlich schreiben wir nochmal hin, was wir wollen, nämlich ein Limes x gegen unendlich. Und klammern dann jeweils die höchste Potenz im Zähler und in Nenner aus. Das ist immer das Gleiche. Das heißt, hier klammern wir die höchste Potenz aus, das ist das x² von diesem 3x². Dann bleibt übrig 3 minus 5 durch x. Ja? Und hier ist die höchste Potenz das x², von diesem 2x² kommt, das haben wir hier x² 2 minus 3 durch x². Und dann stellen wir fest, dass wir diese höchste Potenz hier, das x², einfach kürzen können. Schreiben wir das nochmal hin. Das heißt, wir haben Limes x gegen unendlich von 3 minus 5 x, hier mit 2 minus 3 durch x. So, und jetzt stellen wir Folgendes fest. Hier haben wir eine 3, ist immer 3 im Grenzwert. Aber hier haben wir einen Teil, der ist 5 durch x. Was passiert jetzt mit diesem Teil 5 durch x? X kriegt gegen unendlich, das heißt 5 durch x geht gegen 0. Jetzt haben wir hier die 2, bleibt wieder gleich. Und hier haben wir den Teil minus 3 durch x². Weil x wieder gegen unendlich geht, geht das hier wieder gegen. Und wie jetzt im letzten Video angedeutet, haben wir dann hier einen Bruch von zwei Funktionen. Von den Funktionen wissen wir natürlich immer, was mit denen passiert. Hier geht es gegen 3, hier geht es gegen 2. Das heißt, der Bruch, von dem wissen wir auch, was mit dem passiert, nämlich das einfach dieser Teil durch dieser Teil. Das heißt, wenn wir es nochmal aufschreiben, haben wir hier Limes x gegen unendlich von diesem Teil, von diesem Grenzwert. Das wissen wir, das ist 3. Und durch diesen Teil, diesen Grenzwert, dann wissen wir, das ist 2. Das war so die Rate 3,5. Jetzt schauen wir uns das zweite Beispiel an, nämlich das hier. Das ist ein bisschen anders als das erste Beispiel, weil hier haben wir eine x hoch 3, wogegen wir hier noch nur ein x Quadrat haben. Jetzt gehen wir aber genau gleich vor, wir schauen uns wieder an, was passiert, wenn wir x gegen unendlich schicken. Klammern wieder hier und hier die höchste Potenz aus. Das ist hier mit x Quadrat. Dann haben wir hier wieder 3 minus 5 durch x. Jetzt ist hier in dem Fall die höchste Potenz nicht x², sondern x hoch 3. Das heißt, wir müssen hier x hoch 3 ausklammern. Dann haben wir hier 2 minus 3 x hoch 3 dieses Mal. Das ist ein x Quadrat. Nein, das ist ein x. So, und jetzt vereinfachen wir das wieder. Nämlich hier und hier kann ich kürzen mit x Quadrat. Das heißt, hier habe ich 3 minus 5 durch x. Dann habe ich hier noch ein x, das hier übrig bleibt, weil hier haben wir eine höhere Potenz. 2 minus 3 durch x hoch 3. Jetzt überlegen wir uns das Ganze genau gleich wie vorher. Was passiert hier mit der 3? Mit der passiert gar nichts, das ist wieder die 3. Dieser Term hier geht wieder gegen die 0. Dieser Term hier geht einfach gegen unendlich. X wird immer größer. Und das ist wieder wie oben. 2. Das ist wieder 0. Also der Unterschied ist jetzt zu oben, dass wir hier noch dieses zusätzliche x haben, das gegen unendlich geht. Das heißt, dieser Teil hier geht gegen unendlich, wohingegen dieser Teil hier beschränkt bleibt. Das heißt, dieser Teil hier wird diesen Teil hier dominieren. Also das wird immer größer. Das heißt, der Grenzwert.
Schauen wir uns auch das dritte Beispiel hier an. Hier haben wir x hoch 3 im Zähler, nicht im Nenner. Und hier nun x Quadrat. Was passiert? Wir gehen wieder ganz genau gleich vor. Wir interessieren uns für den Limes x gegen unendlich. Klammern wieder die höchste Potenz hier und die höchste Potenz hier aus. Das heißt, wir haben hier x hoch 3. 3 minus 5 durch diesmal x Quadrat. Hier die höchste Potenz ist x², so wie im ersten Fall. X² durch 2 minus 3 durch x². Jetzt kürzen wir wieder. Hier die x² und die x hoch 2. Dann können wir durch mit x² kürzen. Das heißt, wir haben hier Limes x gegen unendlich x mal, die x die bleibt hier übrig, 3 minus 5 durch x Quadrat und im Zähler können wir diesen Teil hier abschreiben. Jetzt schauen wir, was passiert. Hier wissen wir, was passiert. Hier ist es wieder die 3, hier ist es wieder die 0. Das können wir ganz wie oben machen. Hier ist wieder die 0, hier ist 2. Aber jetzt entscheidend ist, hier haben wir jetzt ein x im Zähler. Hier haben wir es im Nenner, hier haben wir es im Zähler. Das x geht gegen unendlich. Das heißt, hier, dieser Teil geht hier wieder gegen unendlich und dieser Teil hier bleibt beschränkt. Das in dem Fall dominiert hier der Zähler über den Nenner. Anders ausgedrückt, der Grenzwert ist unendlich. Ja, weil das hier viel, viel, viel größer wird als dieser Teil hier. Jetzt können wir uns das noch vielleicht ein bisschen intuitiv anschauen, warum das jetzt so passiert. Hier haben wir uns immer die höchsten Potenzen angeschaut. Warum? Weil dieser Teil hier und dieser Teil hier, die spielen keine Rolle, wenn x genügend groß ist. Die spielen nur die höchsten Potenzen eine Rolle. Und dann, wenn diese zwei höchsten Potenzen gleich sind, müssen wir uns nur hier die Vorfaktoren anschauen. Das ist 3. Das ist 2. Das heißt, hier 3 und 2. Hier schauen wir uns genau gleich nur die höchsten Potenzen an, weil diese zwei Teile hier spielen wieder keine Rolle. Und jetzt sehen wir, dass hier eine höhere Potenz ist als hier. Das heißt, wenn x sehr, sehr, sehr groß ist, dominiert dieser Teil über diesen Teil. Das heißt, dieser Teil wird sehr viel größer als dieser Teil. Das heißt, dieser ganze Grenzwert hier wird 0, so wie wir hier herausgefunden haben. Und jetzt hier in diesem Teil, im dritten, haben wir hier wieder die höchste Potenz und hier wieder die höchste Potenz. Und jetzt sind wir hier größer als hier. Das heißt, dieser Teil wird diesen Teil hier dominieren. Das heißt, hier dieser ganze Grenzwert geht gegenständlich. Bis hier. Gut, soweit zu den Grenzwerten. Vielen Dank und bis bald wieder auf der Galerie.